Hey und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe neulich das Video zum Leiterbergtrail in Sölden hochgeladen und da bin ich ein bisschen gescheitert. Und der gute Henrik, der Henrik, der Thorsten heißt, hat mir dieses Kommentar hinterlassen und das hat mich jetzt echt ein bisschen motiviert, um ein bisschen zu trainieren. Und ich nehme euch mal mit auf ein paar Enduro-Lines und sollte mal echt wieder zum Friseur. Viel Spaß. Unsere Trails in dem Mittelgebirge sind natürlich nicht mit den Alpen zu vergleichen, aber steter Tropfen hüllt den Stein. Also mein Plan ist üben, üben, üben und in den Alpen mehr Spaß haben. Als kleiner Sicherheitsfanatiker nehme ich immer die Easy Line. Das soll sich ändern. Und nun heißt es rüber da. Eieiei, auch wenn die Bremse da gut arbeitet, ich muss sagen, dieser Trail ist genau nach meinem Geschmack. Verblockt, ein bisschen naturbelassen. Eine Jumpline ist nicht so meins, aber sowas, das mag ich echt gerne. Aber wisst ihr was, worauf ich mich am meisten freue, ist wirklich die schön langen Abfahrten aus den Alpen. Ich meine, so schön dieser Trail ist, nach ein, maximal 2 Kilometern sind unsere Trails einfach zu Ende. Und dann ist man gerade richtig schön in dem Flow drin und hat den Fun. Und dann ist der Trail schon wieder zu Ende und man muss wieder hoch. Das ist echt in den Bergen schön anders. Da hat man eine richtig lange Abfahrt. Wie sieht es bei euch aus? Was habt ihr lieber? Lange Abfahrten mit Gondel oder kurze Abfahrten, aber sehr viel Variation und direkt vor der Haustür? Here we go. Wisst ihr, wenn ihr die Wahl habt zwischen Forstautobahn und Trail, dann wählt ihr doch auch alle den Trail. Also habe ich den nächsten Trail genommen und bin dann etwas rüber gefahren, um wieder auf die Straße zu kommen, um dort hochzufahren. Mein Plan war auf jeden Fall, wieder ein bisschen etwas Schwierigeres anzugehen, ein bisschen out of comfort zone zu gehen. Und das habe ich dann im nächsten Abschnitt auch wirklich gefunden. Da war wirklich ein Punkt, wo ich sagen muss, da ist aktuell mein Endgegner. Aber ihr werdet noch sehen, was ich damit meine. Es war eine Situation, wo man gut schmunzeln konnte. Eieiei. Und nun eine Quizfrage an euch. Was meint ihr? Bin ich das Ganze nochmal angegangen oder nicht? Ob ihr richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. So. Neuer Versuch. Neues Glück. Pech, Liebe, was auch immer. Thank you.
Und das war dieser Moment, wo ich wusste, okay, das ist ein Ding, das werde ich schaffen die nächsten Wochen. Aber in dieser Sekunde, ich fühle es nicht. Ich bin da alleine unterwegs gerade und ich habe es einfach in dem Moment nicht gefühlt. Und da wusste ich ganz genau, das ist jetzt nicht gut, das zu machen. Also lieber sein lassen und eine Woche später nochmal angehen. Schlussendlich bin ich dann weitergefahren auf einen meiner wirklich Lieblingstrails, um zu einem anderen, den ich noch grob in Erinnerung hatte, zu kommen. Und ich denke mal, den werde ich euch zeigen und der ist echt top-notch gebaut. Und man muss sagen, im Vergleich zum Winter, wo hier alles voller Schnee war und hier alles so ein bisschen trocken ist, so leicht angefeuchtet, aber schön griffig und trocken, kann man das Ding echt zügig langfahren. Und ich bin wirklich einen Tick schneller geworden, muss ich sagen. Auch wenn ich hier jetzt mal wieder ein bisschen die Bremse zu stark gezogen habe und dann bei so ein bisschen Uphill den Schwung verloren habe. Naja, auf jeden Fall diese Stelle, die habe ich im Kopf einfach nicht drin. Da bin ich einmal abgegangen und richtig schön mit der Schulter in den Stein reingefallen und seitdem ist da bei der Stelle die Bremse so zu, dass es echt an Schwung fehlt, darüber zu kommen. Aber ich denke, das kennt man. Muss ich echt mal den inneren Dämon besiegen. Ihr wollt doch bestimmt auch mal was Neues sehen, deshalb nehme ich euch jetzt auf einen kompletten neuen Trail, mit dem ich hier, ich glaube, noch nie gefahren bin, aber der hat's echt in Sicht. Ja, das kann ich bestätigen. Also Vergangenheits-Ich. Ja, es sieht wirklich sehr flach aus, aber ich erinnere mich auch, es war schon ein bisschen steiler. Aber richtig schön. Sandig, aber richtig schön. Und Vergangenheits-Ich, ich gebe dir einen Tipp. Fahr doch nicht immer die Shortline. Nimm doch richtig schön die Kurve. Okay. Der Shortcut hat sich etabliert. Könntest du das nochmal sagen oder meintest du etabliert? Wieder gut die Bremse gelitten. Was ich an diesen Trail so richtig mag, ist, dass wir unterschiedliche Abschnitte haben. Oben etwas sandiger, so ein bisschen steppenartiger. Hört sich komisch an, ist aber so. Und hier wird es wieder waldig. Das macht richtig Spaß, so diese unterschiedlichen Terrains. Terrains? Irgendwas. Gelände halt. So welche Situation wie scheiße ist. Bei einer mechanischen kenne ich mich. Hätte ich nicht gespacken bekommen, wäre abgestiegen. So. Ja, huhu, mal ruhig weiter. Also, ich hatte ein fettes Grinsen beim Fahren im Gesicht. Oh.
Da es geistlich und körperlich mit mir da so langsam zu Ende ging, habe ich mich dazu entschlossen, für die letzte Abfahrt einen Trail zu nehmen, den ich richtig gerne habe. Kommt die Achterbahn. Hey, wer hätte gedacht, vor einem halben Jahr, dass ich da einfach durchfahre? Ganz ehrlich, ich wäre da stehen geblieben, hätte 10-mal überlegt und fahre da durch. Und ich muss echt sagen, ich glaube, ich bin über den Winter doch etwas besser geworden. Und ich finde, das hätte doch ein Abo verdient, oder? Schon eine kackendreiste Frage jetzt von mir, aber wäre echt nett. Danke. Das geht in die Oberschenkel. Also ging es für mich weiter runter Richtung Auto. Auf die letzten Meter nochmal die Abfahrt genießen. Die Sonne ging auch so langsam runter. Und man hat schon so einen Hauch von Frühling Anfang März gespürt. Wenn ich jetzt so Mitte März rausgucke, es wird noch besser. Das hab ich vor einem Jahr noch nicht gemacht. Juhu. Sehr nice. Irgendwann nehme ich den hoch. Die beiden Drops hier am Anfang, die sind gar nicht mal so hoch. Allerdings sind die so ein bisschen spooky gebaut, dass ich die echt nicht angehe. Demnächst stehen sie bei mir aber auf der Rechnung. Ui. Da ist schon was los gewesen anscheinend. A little bit of toy. Da sollte man absteigen. Nach diesem Harvester-Massaker ging es dann zurück zum Auto und zum schlussendlichen Fazit. So, am Auto wieder angekommen, wird das Ding jetzt erstmal verfrachtet. Hat echt Spaß gemacht. 19 Kilometer, 700 Höhenmeter in gut 3 Stunden. Gut ein paar Challenge gemacht. Meine Beine sind durch. Oberschenkel sagen, heute Sofa. Und ja, wer mehr so welche Videos sehen möchte, liken und abonnieren nicht vergessen. Und jetzt, right on.